Hallo und herzlich willkommen zurück bei Brothers A Tale of Two Sons. So, nach einer wunderbaren Rutschpartie müssen wir jetzt versuchen, unseren kleinen Bruder zu helfen. Ah, das müssen wir machen. Ah, jetzt verstehe ich. Nachdem wir vom Weg abgekommen sind, müssen wir unseren kleinen Bruder herumtragen. Von diesen komischen Baummonstern. Ich habe keine Ahnung, was das für Monster sind. Aber es scheinen verzauberte Baumstämme zu sein. Ah, super. Ich muss unseren kleinen Bruder retten. Oh Mann. Warum kann er auch noch nicht schwimmen? Das Abenteuer wird immer gefährlich für die beiden. Immer gefährlicher. Aber sie tun das ja für ihren Vater. Oh, eine Riesin. Offenbar haben wir ein kleines Rätsel vor uns. Oh mein Gott. Das war ein Albtraum. Alter, was überlebt? Was machen die alles nur? Was haben die alles nur für Albträume? Und noch für Abenteuer. Aber das tun sie ja für ihren alten Herrn offenbar. Und das ist ganz schön mutig, was die Kleinen machen. Und vor allem mit dem Kleinen noch. Oh, was ist denn hier los? Maruhadi! Da! Kalini! Nein, illa da! Was zum Geier?
Als jemand versucht umzubringen. Lamut! Walila, Haji. Walila, Haji. Was ist denn passiert? Sich versucht umzubringen. Und ich glaube nur, weil jemand gestorben ist. Oh, dieses Tal scheint irgendwie ganz besondere Fähigkeiten oder verflucht zu sein. Da. Ja, aber halt mal fest, bitte. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss auf die andere Windmühle kommen. Und richtig, richtig, richtig. Jawohl. Jetzt verstehe ich. Ja, so klappt das alles. So. Oh. Aha. Das ist ja eine coole Konstruktion. Nicht schlecht. Echt gute Konstruktion, muss ich ja schon sagen. Nicht schlecht. Und ich höre irgendjemanden hier schreien. Und das scheint unser Zielort zu sein. Offenbar, ich bin mir nicht sicher, aber das scheint unser Zielort zu sein. Dieser alte Turm. Wir haben es ja fast geschafft. Ups. Na komm. Der Kleine voran. Und der große Bruder hinterher. Huch. Ah. Aber ist das nicht. Ich muss auch schon ein bisschen sagen, es ist auch ein bisschen. Wie heißt das jetzt? Unvorteilhaft nicht, das andere Wort, ein bisschen verantwortungslos vom großen Bruder den Kleinen mitzunehmen. Atta! Weil das sollte kein großer Bruder machen. So ein Abenteuer sollte eher der große Bruder alleine unternehmen, weil er ist schon älter und der kleine Bruder ist dann noch immerhin etwas, was er noch hat, wo er zurückkehren kann. Aber ganz schön mutig, der Kleine. Dali. Otto. Dia, Atai. Da müssen wir wohl hin. Ach, was ist das denn hier? Ziegen.
Machen wir lieber das Ziegenstall wieder zu. Ach, jetzt müssen wir mit Ziegen. Ach so, Schaden da. Oh. Nochmal. Moment, warte auf den kleinen Bruder. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter hier, da um die Tasten gedrückt zu halten. Wow. Nicht schlecht. Diese Ziegenböcke. Ah. Was sie jetzt hier auf sich mitmachen lassen, das wundert mich. Geht wieder zurück zu euren Artgenossen. Wenn die das so tun. Die sind jetzt bestimmt erstmal froh, in Freiheit zu leben. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Oh, was ist das denn für ein Verrückter? Ja. Ich kann schon ein bisschen da lang, ne? Komm schon. Moment. So. Hab's da. Ich müsste erstmal hier rüber. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hä? Muss ich das auffangen? Ah, tatsächlich. Das muss ich auffangen. Nayi, Horn, ja. Horn, Nata, Nayi. Dia. Aha. Jetzt verstehe ich. Man kann es einfach so rüberwerfen. Und jetzt? Atta! Da! Ja, Atta! Dann mach, ja, dann mach auch Atta! Nichts gebracht. Nicht so rum. Ach, man muss das vielleicht aufziehen, wie so ein Spielzeug. Nochmal.
nochmal. Machen wir es nochmal. Bewegt sich denn da irgendwas? Ja, nur ganz minimal sieht man das. Ich wünschte, es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen schneller zu machen. Lalalala. Das kann sich nur um 5 Minuten dauern, dann ist die Folge nämlich vorbei. Kann man sich irgendwie schneller machen? Aber vielleicht muss das so eine Konstruktion sehr langsam bewogen werden. Ja. Und irgendwie ist es auch schon komisch, dass so ein Erfinder außerhalb des Dorfes lebt, ganz weit abgelegen, auf einem Berg. Kommt mir auch nicht spanisch vor. Vorsichtig rein lang kurbeln. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sehen zwei Brüder, die einer Kurbel kurbeln. Das ist gerade so spannend. Währenddessen ist vielleicht wirklich die Folge vorbei. Also, danke, dass ihr beim Kurbeln zugeschaut habt. Das war Let's Play Kurbeln. Schon. Es ist fast geschafft, jawohl. Können wir jetzt auch rüber? Jawohl. Wer schreit denn da so? Warte mal, wir können wahrscheinlich mit ihm reden, ne? In seiner komischen Sprache. Ja. Okay. Il. When da he alla tia? Ia. Male. Sa. Auf mal dürfen wir mit dem Fluggerät fliegen. Dann machen wir das mal. Wo ist denn das Fluggerät? Da unten, ne? Ja. Mach normal. Ich habe noch nicht richtig durchgeschaut. Scheint da drin jemand zu leben? Kann der Kleine auch mal durchgucken?
Whee. Komm, Bruder, jetzt. Wir schnappen uns dieses Ding hier. Upsa. Oh. Okay, ich hätte nicht loslassen sollen. Das war eine dumme Idee. Das war eine extrem dumme Idee. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache hier eine Pause. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.